Hallo, mein Name ist Max und wir sind hier am Tierpark Hirschfeld. Wir haben für Sie ein paar Tiere gefilmt und Interviews geführt und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuschauen. Es ist 6.30 Uhr im Tierpark Hirschfeld. Katrin Gruner ist Tierpflegerin der Affen und Otter. Mein Name ist Katrin Gruner. Ich arbeite hier im Tierpark Hirschfeld seit 1990, also 28 Jahre. Und mein Revier, das Affenhaus, mit wechselnden Beirevieren mache ich seit 2001. Seit voriges Jahr jetzt noch für die Zwergotter, die neu dazugekommen sind. Und der Rattenkeller gehört noch mit zu mir. Zu ihren Aufgaben am Morgen gehört vor allem das Säubern der Gehege. Die Tätigkeiten eines Tierpflegers bestehen zu 95% aus Reinigungsarbeiten, wie man hier sieht, weil Affen sind, ich sage es mal in Anführungszeichen, kleine Dreckschweine. Also lassen alles fallen, wo es aus den Händen fällt, wie man hier unschwer erkennt. An ihrer Arbeit mag Katrin Grune besonders die Abwechslung, auch dass man immer an der frischen Luft ist, wie es so schön heißt. Wind und Wetter muss man aushalten können, egal ob wie jetzt zurzeit die extreme Hitze oder im Winter, wenn es eben sehr kalt ist oder viel Schnee ist, gehört alles dazu. Und man muss eigentlich als Zootierpfleger von vornherein wissen, dass man den Tieren eigentlich den Dreck hinterherräumt und sie versucht, so gut wie möglich in den Gehegen, die man zur Verfügung hat, zu halten. Das heißt, abwechslungsreich mit der Einrichtung ist, mit dem Futter. Das Futter auch mal versteckt, dass sie was zu tun haben den ganzen Tag. Und das macht mir eigentlich so Spaß. Was ich überhaupt nicht mag, sind ehrlich gesagt manche Besucher. Bei uns im Park ist Füttern verboten. Leider gibt es immer noch Besucher, die sich da nicht dran halten. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach mit das Schlimmste, was man den Tieren antun kann, weil viele meinen es gut, die bringen Süßigkeiten mit, die bringen getrocknetes Brot mit, die bringen Bananen mit, gerade für die Affen. Bei uns wird es an der Kasse jetzt abgegeben. Wir sortieren das dann aus, weil nun mal nicht alles, wo die Besucher denken, es ist, sie tun unseren Tieren was Gutes, ist auch wirklich was Gutes. Max kommt am ehemaligen Nutria-Gehege vorbei. Dort wohnen seit Mai 2017 Anton und Bonnie. Die beiden asiatischen Zwergotter sind ein Pärchen, aber haben bislang keinen Nachwuchs. Bonnie und Anton sind Fleischfresser. Unsere Otter kriegen vorwiegend Eintagsküken, kleine Ratten, Mäuse, Fisch, verschiedenen Fisch, Stinte und Rotaugen. Ab und zu auch mal Mehlwürmer bzw. Schwarzkäferlarven. Die wird dann im Gelände verteilen, dass sie mal ein bisschen suchen müssen. Und was sie auch sehr gerne fressen, bei uns aber nur in Ausnahmefällen gibt, wenn wir es mal bekommen, sind Muscheln und Schnecken. Das ist eigentlich auch somit die Hauptnahrung in der Natur. Fisch, Muscheln, Schnecken. Ihr zwei Schüsser. We'll be right back.
Wir sind jetzt hier im sauberen Affengehege, hier wohl gerade schon gereinigt. Im Affenhaus leben 4 Affenarten, 2 Mohrenmakaken, 10 äthiopische Grünmeerkatzen, 2 Rhesusaffen und 7 gehaubte Kapuziner. Die Grünmeerkatzen haben 6 Jungtiere. Das jüngste ist erst am 5. Mai dieses Jahr zur Welt gekommen. Es ist sehr verspielt und hält die Großen auf Trab. Affen haben mich schon immer interessiert, vor allen Dingen Tieraffen, weniger die Menschenaffen, weil die vielseitiger sind, an Intelligenz auch nicht zu unterschätzen sind, meiner Ansicht nach. Affen sind sehr verspielte, kluge, liebevolle, soziale und aufregende Tiere. Sie können sich mit Leichtigkeit am Geländer und an Schaukeln ranhängen. Affen bekommen bei uns hauptsächlich Gemüse. Obst benutzen wir nur als Leckerei, wenn sie Medizin kriegen müssen oder wenn wir es machen, mal Tiertraining, aber ansonsten nur Gemüse. Unsere Affen und Minischweine bekommen 2-mal am Tag Futter. Ebenso sämtliche Huftiere und alle anderen Tiere werden 1-mal am Tag gefüttert, früh. Wir sind hier am Storchenteich. Natürlich wohnen hier nicht nur die Störche, sondern auch unsere Heidschnucken und verschiedene Entenarten. Und wir haben gerade ein Storchenpaar zusammengebracht. Jetzt wird's spannend. Nach 2 Tagen darf Hannes zurück in sein Revier. Dort wartet eine neue Mitbewohnerin auf ihn. Vorsichtig nähern sich beide einander. Ja, also im Moment sieht es noch sehr, sehr ruhig aus. Die Tiere haben sich noch nicht mal richtig angenähert aneinander. Ich hatte mir das eigentlich etwas stürmischer gedacht, weil unser Storchenmann ist eigentlich nicht der Liebste. Er ist immer ein bisschen dominant zu anderen Störchen gewesen bisher. Und deswegen habe ich ihn auch 2 Tage aus seinem Revier herausgenommen. Er war also 2 Tage in einem Gehege nebenan, durfte die Dame nur von dort aus sehen und mit ihr Kontakt aufnehmen. Und jetzt eben gerade haben wir sie also zusammengelassen. Wir durften der neuen Storchendame einen Namen geben. Sie heißt jetzt Ella. Ella und Hannes haben viel gemeinsam. Beide können nicht fliegen und sie mögen Eintagsküken. Beim gemeinsamen Frühstück haben sie sich angenähert. Und die Zeichen stehen gut, dass sie sich vertragen werden. Es gibt noch viele weitere Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel über Wölfe, Rehe, Ziegen, Schafe, Esel, Enten, Gänse, Fische oder Katzen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.